willkommen, meine Sturmtruppler, zu einer netten SWTOR-Runde. Ich darf beim Marshmallow-Braten begrüßen, Fauxi. Hi. Betonente. Gute. Und wie immer, du Hine, ist Feche. Hi. Du setzt dich aber immer so weit weg von mir. Tja, du ziehst andere Gesellschaft doch vor. Oh, oder ich sitze halt gerne im Rauch, wenn der Wind zu mir bläst. Alles klar. Ja, und was machen wir jetzt so? Tun wir weiter Marshmallows brate? The power of the dark side, 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 side. Ja, wir wollten doch hier Revanita werden. Ach ja, da war ja was. Na gut, dann stehen wir halt wieder auf. Gehen wir halt mal los. Wo müssen wir dann hin? Die Pilgerreise fortsetzen, sprich mit Major Patel. Ich kenne ja auch so mal ein Moped hier raus, oder? Soll ich mal ein Moped? Ich nehme auch mal ein Moped, so wie ihr. Ja, ist klar. Du mit deinem lilanen Antrieb musst natürlich rausstechen. Ich weiß nicht, wo ich das andere hab. Es dauert jetzt zu lang. Guck mal, sie fahrt über der Stelle drüber und ich... Eieieiei. Du musst ja halt nicht überall anecken. Mhm. Normal eck ich gar nicht, aber ich charge einfach rin. Kommt her. Ihr kann uns nicht stören und wir können offen sprechen. Ich bin Major Patel zu Diensten. Es ist immer schön, Anwärter zu treffen. Der Revan-Orden benötigt so viele engagierte junge Leute wie möglich. Ihr seid wahrhaft gut gelaunt. Eine notwendige Voraussetzung für ein Leben an der Mauer, denke ich. Um hier draußen gesund zu bleiben, braucht man Motivation. Ich weiß ja nicht, wie eure anderen Treffen verlaufen sind, aber ich führe meine Gespräche gerne formlos. Bringt ja nichts, sich das Leben zu erschweren, oder? Einige Anwärter, junge Offiziere, Akolyten und so fort glauben, dass unsere Geheimgesellschaft ihnen dabei hilft, Moff oder Dunkler Lord zu werden. Dunkler Lord. So nehme ich an. Der Revan-Orden fasziniert mich, aber ich brauche ihn nicht, um zu bekommen, was ich will. Ihr seid ehrgeizig, eine gute Eigenschaft. Aber lasst euch nicht von ihr kontrollieren. Nicht jeder Anwärter erkennt, dass ein Aufstieg bei den Revanitern nicht zwangsläufig zu einem Aufstieg im Imperium führt. Oder wie gefährlich es wirklich ist, ein Revaniter zu sein. Der Rat der Sith strebt danach, uns zu entwurzeln. Also, wie antworten wir? Wie reagieren wir auf die Anschuldigung der Ketzerei seitens des Imperiums? Wir reagieren, indem wir unsere Gegner vernichten. Alle, die uns widersprechen, werden fallen. Ich hatte Angst, ihr würdet das sagen. Ich bin leider ein Patriot und habe kein Interesse daran, die Revaniter gegen das Imperium zu wenden. Hier spricht Major Patel. An alle Sicherheitsdruiden. Bedrohung an der Mauer. Bitte eliminieren. Alles klar. Wenn ihr das überlebt, vielleicht überdenke ich dann meine Entscheidung. Überlebt. Die drei waren jetzt das. Ich bin ja dabei, ich bin ja dabei. Ja. Sorry. Gut. Ich muss sagen, ich dachte nicht, dass ihr zu so viel Zerstörung fähig wärt. Ihr habt ein paar raue Kanten und falsche Vorstellungen, aber auch das Potenzial, dem Orden sehr wertvoll zu sein. Schön, dass ihr Vernunft angenommen habt. Mehr brauche ich nicht, um mir eine Meinung zu bilden. Ich schicke eine Nachricht an die Anlage. Raimon wird auf euch warten. Wenn alles geklärt ist, gehe ich jetzt. Gute Reise. Und seid stolz darauf, ein Teil des Revan-Ordens zu sein. Okay, mit dem Gleiter oder per Schnellreise? Schnellreise. Ich würde ne? sagen, mit dem Gleiter weil ich, oder mit der Schnellreise. Warum Gleiter? Ich weiß es nicht.
Weil Schnellreise 5 Minuten Abklingzeit hat. Haha! Schnellreise. Wo ist denn mal hin? Links von uns, Rebanita-Anlage. Alle da? Ja. Oh ja. Ihr habt also die Pilgerreise beendet. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, was da draußen passiert ist. Es geht mich auch nichts an. Aber der innere Zirkel stimmt eurer Aufnahme zu. Ich bin nur daran interessiert, den Meister zu sprechen. Ihr seid auf dem besten Wege. Ihr könnt stolz sein. Ihr habt diese Prüfung gut gemeistert. Jetzt müsst ihr jemand anderen finden, der euch den nächsten Abschnitt erklärt. Wenn das so ist, brauche ich euch nicht mehr. Viel Glück. Jeder Schritt bringt euch dem Meister näher. Bei mir war Awei nur sein Lichtschwert kurz zu sehen. Sowas. Ihr habt alles erfüllt, ja? Ich habe von euren Fortschritten und euren Prüfungen gehört. Eure Initiation ist nicht leicht gewesen, aber ihr habt die Herausforderung gemeistert und gezeigt, dass ihr Revans Weg beschreiten könnt. Nun fehlt nur noch der letzte Ritus. Heißt das, ich darf mit dem Meister sprechen? Ja, ihr habt euch die Audienz verdient. Der Meister wird eure Lektionen zum Abschluss bringen. Und dann seid ihr ein volles Mitglied des Revan-Ordens. Dies ist ein großes Privileg. Der Meister zeigt sich niemandem außerhalb des Ordens. Ich werde euer Vertrauen nicht missbrauchen. Ihr dürft in die Kammer zum Meister gehen. Er erwartet euch. Hört ihm zu, gehorcht ihm. Durch den Meister werdet ihr Revans Weg erkennen. Oh, neue Socken! Ja. Also Rüstung, Ausdauer und Präzisionsbett ist besser, aber Schnelligkeit ist schlechter. Ja, mir bringen sie gar nichts. Mir auch nicht. Wenn ich dadurch langsamer bin, ist das irgendwie doof. Ich bin so schon langsam. Wo ist denn das Fähige schon wieder hier gerannt? Da hinten. Wenn hier gleich irgendwo was kommt, wo man was verkaufen kann, dann schreit mal. Ihr seid gestorben und wiedergeboren. Nun sollt ihr vor mir stehen. Ihr habt die uralte Vergangenheit neu erobert. Nun sollt ihr vor mir stehen. Ihr habt meinen Anhängern Kraft und Weisheit bewiesen. Erblickt nun den Meister des Revan-Ordens. Ernsthaft? Hologramm? Habt ihr Angst, euer Gesicht zu zeigen? Ruhe! Dies ist das Ende eurer Initiation. Und der Anfang eurer wahren Reise. Ihr werdet nun immer da auf Revans Pfaden wandeln. Die Feinde des Ordens zwingen euch, im Schatten zu agieren. Aber wir bewahren eure Geheimnisse. So wie ihr unsere bewahrt. Die Zeit der Heimlichkeiten ist vorbei. Jetzt sollt ihr wissen, wer ich bin. Ich dachte, der Meister sei ein Mann. Die Täuschung hat ihre Vorteile. Außerdem ist sie angemessen. Aus unseren Aufzeichnungen geht auch Revans Geschlecht nicht hervor. Bitte entschuldigt die Täuschung und dass wir uns jetzt erst sehen. Aber ihr wisst doch sicher, wie sehr der Rat der Sith meinen Tod wünscht. Der Revan-Orden bedroht alles, was der Rat der Sith als wertvoll erachtet.
Warum stellt der Orden eine Bedrohung dar? Revan kam nach seiner Wiedergeburt nach Trom und Kaas. Manche glauben, der Imperator habe Revan getötet. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Revan den Imperator stürzte und heimlich 3 Jahrhunderte lang auf dem Thron saß. Außer unserem Orden kennt nur der Rat der Sith die Wahrheit. Mir missfällt die Entwicklung dieses Gesprächs. Ich habe in der Zitadelle Gerüchte gehört. Der Imperator lebt schon seit Jahrzehnten zurückgezogen. Der Rat der Sith spricht nicht mehr mit ihm. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Der Rat der Sith hat seinen Anführer verraten, Imperator Revan weggesperrt und selbst die Macht ergriffen. Uns wollen sie mundtot machen, weil wir Bescheid wissen. Sie wollen euch mundtot machen, weil sie euch für Ketzer halten. Ja, das tun sie. Aber sie haben viele Gründe, uns vernichten zu wollen. Ich möchte euch gern um Hilfe bitten. Meine Agenten sagen, ihr hättet euch mit einem Sith namens Sandor getroffen. Einem Mann, der die Revaniter vernichten möchte. Beendet diese Bedrohung. Geht zu Sandor und erzählt ihm, dass ihr das Oberhaupt der Revaniter kennt. Sagt ihm, es sei sein eigener Meister. Darth Chaunus. Wieso glaubt ihr, ich würde euch nicht stattdessen verraten? Ihr seid jetzt einer von uns? Ich vertraue euch, Revaniter. Ich habe dieses Sith-Amulett von Chaunus beschafft. Gebt es Sandor. Er wird glauben, ihr hättet es seinem Meister bei den Revanitern abgenommen. Sie werden aufeinander losgehen. Wenn dies vorbei ist, wenn ihr mit Sandor geredet habt, dürft ihr aber nicht hierher zurückkehren. Aber ich gehöre doch dem Orden an. Sandor darf nicht ahnen, auf wessen Seite ihr wirklich steht. Ihr müsst Revans Weg fortan allein beschreiten. Den Weg zur Macht, der weder Jedi noch Sith gehört. Möge die Macht mit euch sein. Möge sie euch stark machen. Die Gesichtstätowierung, oder? Wie bitte? Kuli Gesichtstätowierung. Ja, hat was. Die weiblichen Sith-Krieger haben dieses Gesichtsbemalung als Charakterauswahl. Okay. Zurück zur Mauer. Das heißt wieder Porte. Mhm. Die Mauer. Ja, die Mauer. Warte, ich kann meine Schnellreise gar nicht benutzen. Echt nicht? Ihr habt noch 18 Minuten 32 Abklingzeit. Wieso können wir dann alle? Lass raten, weil ich kostenlos spiele. Oh. Benutzt den Gleiter zur Mauer. Wir warten, da wo der aussteigt. Naja, so sieht auch unser Community die Unterschiede. Also bei mir ist es ja so, mit Feeche zusammen, wir hatten Abo. Wie nennt sich das dann? Bevorzugter Status. Und Beton ist im Abo. Ja. Und so sieht man dann den Unterschied. Fauxi hat noch gar nichts. Also hat noch nie Abo gehabt und ja. Ich sitze mit insgesamt 25 Minuten Abklickzeit da. Oh, ja. Gut, dann hast du jetzt das Taxi genommen? Warte. Der komische silberne Roboter mit der gelben Aue. Ich glaube, sie ist so losgeflogen. Ich habe diesen Roboter nicht gesehen. Wo waren da? Ach, da. Und dann... Wer jetzt sonst mit dem? Wenn du da ankommst, du ist dann ein Verkäufer. Glaube ich. Ja, doch. Da ist eine Sanitätsdienst-Drohne. Ah, da vorne. Okay. Hm? Droide, ein Droide. Benötigen Sie medizinische Hilfe. Ich bin auf meinen eigenen Kleider gestiegen und wollte damit fliegen. Fächern, wie ist denn das? Haben wir jetzt immer noch so XP-Boost oder ist die Zeit rum? Die Zeit ist rum. Okay, dann warten wir auf Faux hier und dann könnten wir ja all wieder unser Item benutzen. Also ich habe nur noch Air-Boost, das ist dann bei mir der letzte. Faux, ich hab auch noch einen. Grad aus. Hier.
Kann ich bei dem Typen verkaufen? Ja, ne? Ja. Und repariere und Schrott wegmache, ja. Schrott verkaufen, alles reparieren. Schon. Bringt es auch etwas, wenn ich Abonnent bin mit einem laufenden Abo und mir die XP-Boosts hereinfahre? Oder macht es gar keinen Sinn, weil ich schon mehr XP generell bekomme? Du kriegst schon mehr XP. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, wie groß der Unterschied ist. Aber zum Beispiel, wenn du dich in der Kantine ausloggst, sammelst du Erholungspunkte für deinen Erfahrungsbalken. Mhm. Und wenn du dann questest, kriegst du 200% Erfahrungspunkte. Wir jedoch nur einfach, weil wir als Nicht-Abonnenten keinen Erholt-Bonus kriegen. Ah, okay. Siehst du das überhaupt, deine Erholung? Erkennt man das irgendwie? Ja. Bei ihm müsste das unten am Erfahrungsbalken angezeigt werden. Genau, die Leiste ist dann anstatt gelb, ist die grün. Wenn du drauf bist, steht dann da bei mir zum Beispiel noch 85.886 ausgeruht Erfahrungspunkte, die ich dann bekommen. Also ich würde dir empfehlen, dann den Erfahrungsboost erst zu benutzen, wenn der Erholungsbalken weg ist. Und wir pfeifen es uns jetzt nicht, oder sind wir auf ihn? Ja. Okay. Fauxi, hast gehört, XP-Boost aktivieren. Ich habe lauter Medipacks. Rauscht die überhaupt? Ja, ich habe meine auch behauptet. Ich habe sie verkauft. Wie du magst. Fische? Der Meister des Lichtschwerts ist zurück. Es muss euch Überwindung gekostet haben, die Revanita-Kultisten so lange am Leben zu lassen, dass ihr sie bespitzeln könnt. Er hat uns Meister genannt. Mir, habt ihr etwas Brauchbares gefunden? Oh ja. Habt ihr das Gesicht des Oberhaupts gesehen? Sie ist ein Lord der Sith, dunkelhäutig, schwarz. Bist lieb gewesen. Tätowiert. Du bist lieb und ich. Ich kenne sie, ja. Tari Darkspanner. Mein Meister. Ja, aber wenn wir doch gelogen hätten, wären wir dann nicht. Wir statuieren ein Exempel. Der Rat der Sith wird dir die Kraft nehmen, den Verstand und das Leben. Warte, Tari, nennen wir. Das ist nicht immer so eindeutig, was ist gut und was ist böse. Nur weil er ja Lügen vorstand, ist das für das böse. Hab ich das nicht gesehen? Lügen war gut in dem Fall. Als kurzzeitigen Aussetzer betrachten. Ich habe euch im Namen von Darth Charmos eine Belohnung versprochen. Weil du ja dann für die Revanita bist. Und die sollt ihr haben. Für euren Verdienst um das Imperium. Sozusagen. Sind wir jetzt imstande, diese Ketzergesellschaft auszulöschen. Stimmt. Der Name Revan wird auf Drom und Kaas nicht mehr zu hören sein. Welch eine Verschwendung. Besser die Plage auszumerzen, bevor sie sich ausbreitet. Und nun geht. Ich muss jetzt Darth Charnos Pläne für ihn umsetzen. Ja, mit der XP-Boost. Ist doch super. Gerade zur richtigen Zeit. Ja, zum Glück haben wir sie verraten. Das hätte man sonst nicht bekommen. Okay, weiter. Jetzt muss man zurück. Oh, du hast ein neues Outfit. Wo ist denn dein Cappy? Durch den Helm wird das Cabby ausgeschaltet. Helm. Kann ich gar nicht dran. Bei mir macht's keinen Sinn. Die Halskrause mit Walkie-Talkies an den Ohren. Das hässliche Teil. Ich hab kein Walkie-Talkie, das Ding sieht grotte aus. Oh mein Gott. Da sind da meine Walkie-Talkies noch cool. Also das Ding, was ich jetzt anhab, ist sowieso besser, darum lass es an. Also eigentlich müssen wir jetzt mitnehmen. Impi läuft mit Badekappe rum. Weiter geht's. Das ist doch Arsch, ey. Wann gehen wir schwimmen? Eigentlich müssten wir jetzt per Schnellreise zurück in die Zitadelle. Ja, aber Fauxi kann nicht. Noch 11 Minuten. Lass es 12 sein. Also fahren? Ja. Wir sind startklar. Ist Lilana, alles klar. Die Zitadelle. Das oben Lilana, die Mitte. Ne? Ja. Ich find's cool, man sieht jetzt wieder meine rosa Haare.
Also auf dem Moped sieht es natürlich wieder gut aus mit dem Helm. Könnte man sagen, es ist wirklich richtiger Helm. Ja. Aber gerade Elbe war es echt so Badekappe. Oh Mann, hoffentlich kriege ich bald was Neues. Ich habe da mal so ein cooles Internetbild gefunden. Da hat eine Person so eine Subway-Tüte auf dem Kopf mit zwei Löchern drin für die Augen. Sieht scheiße aus, gibt einfach super Werte, hat unten drunter gestanden. Und es ist einfach so in deine Rolle spiele. Wenn die Werte stimmen, aber es sieht kacke aus. Ja. Das erinnert mich wieder an dieses Beispiel mit den zwei Schwertern. Du hast ein Kackschwert, das super geil aussieht und daneben ist es super geile Schwert mit den besten Werten, ist aber einfach nur ein Stöckchen. Ja. Und einfach nur, weil es besser aussieht, nimmst du das Kackschwert mit den Scheißwerten. Aber es sieht gut aus. Oder ein ganz anderer Stuhl gerade da vor mir. Ja. Sind das wieder getrennte Dinger? Genau. Okay. Du wirst wahrscheinlich wieder vor uns nach rechts abbiegen müssen und wir wieder ganz nach hinten. Dann zu Lord Zash. Viel Spaß. Danke ebenfalls. Hanna die Pillars gesehen, wo das Imperium-Symbol drauf leuchtet. Ach, ich finde das so schön hier. Möge die Macht mit dir sein. Du musst ja mal den Bereich bei uns hier ganz hinten angucken mit dem großen Schreibtisch. Ich muss zu meinem Meister mit einem Rabatekap, also bitte. Was da rein? Ich kann ihn nicht brechen! Ich spüre euren Zorn, Meister. Ein blinder, tauber, komatöser Patient nach einer Lobotomie könnte meinen Zorn spüren. Jetzt habe ich ernsthaft Angst. Das ist unmöglich. Eine unbekannte Macht beschützt diesen Mann, was meinen Verdacht nur bestätigt. Dieser Agent der Republik ist der Schlüssel zu unserer Bedrohung. Ich baue auf meine Wut und Frustration. Sie bringen mir sicher die Antwort. Vertraut auf eure Gefühle, Meister. Der Künstler gibt dem Meister Rat. Sehr gut. Du zeigst Fortschritte. Nun, es verbreitet sich die Kunde, dass Lord Gratan über die Ermordung seines geheimen Sohns erzürnt ist. Ich nehme an, das war dein Werk. Das ist korrekt. Meine Zuversicht in dich wächst. Ich habe nichts von Drikil Ball gehört, meinem Agenten in Gratans Lager. Er hat eine vereinbarte Übertragung verpasst. Lass mich raten. Er hat dir Schwierigkeiten bereitet. Er ließ mir keine Wahl, Meister. Ich musste ihn töten. Kein Problem. Er hat seinen obersten Zweck erfüllt. Jeder Sith muss seinen Aufstieg selbst orchestrieren. Nun, zurück zu meinen Gefangenen. Es gibt noch eine Möglichkeit, ihn zu brechen. Ich dachte, es sei unmöglich, aber es gibt eine kleine Chance, dass du es schaffst. Vor über 1000 Jahren hat der Imperator Dromund Kaas vereinnahmt und den Tempel der dunklen Seite zum Zentrum der dunklen Macht gemacht. Im Innern des Tempels hat er grauenvolle Experimente durchgeführt, die das Wissen und die Lebensenergie aller großen Sith-Lords seiner Zeit aufgesaugt haben. Er hat seine eigenen Lords vernichtet? Sie existierten, um ihrem Meister zu dienen. Und genau das taten sie. Magst du mit mir tauschen, deine Badekappe gegen mein komisches Teil? Allwissend zu werden. Der Imperator hat ein Gerät erschaffen, den Brecher. Mein komisches Teil klingt nämlich so, als wäre ich ein Roboter. Dessen größte Geheimnisse offenbart. Niemand konnte den Brecher stoppen. Das ist schrecklich. Selbst die stärksten Sith-Lords berichteten dem Imperator alles, was er wissen wollte. Wo kann man den Brecher finden? Der Imperator hält den Brecher im Tempel der dunklen Seite versteckt, der zu einer Todesfalle geworden ist. Es besteht die Möglichkeit, dass die Schrecken dort zu groß sind. Doch dein Leben ist es mir wert.
Die Legenden beschreiben eine geheime Kammer in den Tiefen des Tempels der Dunkelheit. Irgendwie alles, was ich an Kleidung bekomme, ist schlechter, als ich mich anhabe. Du wirst das Gerät. Weil man der Instanz war. Sei schnell, mein Schüler. Das war ja mit Absicht, damit wir gleich besseres Equip-Boost haben. Ja. Wenn wir dann merken, Quest-Items werden auf einmal besser, dann müssen wir auf jeden Fall wieder Flashpoint machen. Hm. Seid ihr noch da drin, oder? Also ich komme jetzt raus aus Mon. Wo bin ich denn hingerannt? Die Macht ist eine Waffe. Meine Orientierung ist im Müll. Verleiht dieser Sklavin die Kühnheit, meine Gemächer zu betreten? Sagt mir, Sklavin, seid ihr nur verrückt oder wollt ihr sterben? Ich habe einen Mordauftrag und ich möchte niemanden enttäuschen. Ha! Skisk? Skunagraten. Ja, Gottlosisk. Töte sie! Lohasana. Nidak. Ha, Grota. Ich bin jetzt dein Meister. Wie kann das sein? Wie habt ihr... Sesh! Sesh! Ihr habt mich besiegt! Das war nicht Sesh. Das war allein ich. Dummkopf. Ihr habt keine Ahnung, wozu Sesh fähig ist. Seht ihr nicht, wie viele Jahre sie meinen Tod schon geplant haben muss? Sie wird euch töten, so wie sie mich getötet hat. Ich bin auf diesen Tag vorbereitet. Oh, oh. Wenn ihr gegen den kämpft, habt ihr rechts oben ein Item, das ihr benutzen könnt bei der Quest. Das macht ihn schwächer. You know.